denn hier gerade so eine die Musik? Ich hab die Big Sister doch besiegt. Ich meine, da liegt sie doch. Wie dem auch sei, hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Eumel de Baguettes dramatischer Musikstunde hier in Rapture. Beim letzten Mal haben wir, wie gerade gesagt, eine von unseren lieben Kamees besiegt. Und dieses Mal machen wir weiter, indem wir jetzt endlich dem Plot wieder folgen. Das so viel bedeutet, wie wir folgen diesem goldenen Pfeil da oben und räumen Sachen aus dem Weg. Das Spiel scheint zu glauben, ich würde von der Big Sister verfolgt werden. Was so natürlich nicht stimmt. Beruhigt es sich? Es wird immer leiser, je weiter ich von der Leiche weggehe. Jetzt ist es wieder lauter. Also am liebsten würde ich ja meine Nietenpistole nehmen. Ich liebe meine Nietenpistole, falls es noch keiner gemerkt hat. Jetzt ist es wieder... oh Gott, sie ist hier. Sie will mich umbringen. Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Ich dachte schon, Sinclair jetzt leiser geschaltet, aber ich war hier doch schon mal drin. Orpus Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Als Atlantic Express die Luxus-Passagierlinie baute, wurde das Areal unterhalb ausgehoben, um Unterkünfte für die Arbeiter zu schaffen. Es sollte keine Wohngegend auf Dauer werden, aber wenn du in dieser Stadt pleite bist, ersäufst du nicht gerade in Möglichkeiten. Ich bleib nicht gerne länger als eine Stunde am Stück hier unten. Nirgendwo ist der Zug so abgefahren wie unter diesen Gleisen hier. Das freut mich. Also, und jetzt... kommen natürlich jede Menge Freunde zum Spiel. Niki zu Gast bei Freunden. Hey, du da. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Was so viel heißt wie, bring die gute Frau um. Baby... Snare. Das soll wahrscheinlich Snatcher heißen, aber die gute liegt da total drauf. Also langsam könnte man die Musik aufhören. Nein, das Spiel hat sich offensichtlich entschlossen, dass diese Musik jetzt für immer spielt. Was kann ich denn hier Schönes kaufen? Ist das immer schön, was ruhig ist, aber ich habe nicht genug Munition. Nicht genug. Sekunde mal, Leute. Okay, ich hatte gehofft, dass Neuladen diese ewige Big Sister Musik unterbindet, aber nein, offensichtlich nicht. Also müssen wir fürs Erste damit leben. Schau mal einer, komm mit dem Spiel, finde ich einen Bug. Ich sage natürlich, das soll hier so sein. Dann würde ich mich aber fragen, warum. Da ist doch noch ein Spind. Ich wollte es doch sagen, hier ist doch irgendwas. Oh. Ich halte die Dramatik kaum noch aus. Diese Schmetterlinge sind aber echt überall. Da hinten ist noch was? Da will ich jetzt hin. Ja, meine Sicherheitskameras tun irgendwo ihre Arbeit. Das freut mich nämlich. Meine Sicherheitskameras sind zuverlässig wie eh und je. Boah, ich will mehr Nieten. Wo sind die ganzen Nieten geblieben?
Wo sind alle meine Nieten hin? Hallo. Also es ist schon schön, dass wir die ganze Zeit diese Musik hören. Ich weiß, ich wiederhole mich da gerade. Die Geräusche machen mir jetzt keine Angst. Ich bin selber einer. Was haben wir im Ofen? Vitamine. Leckere Vitamine im Ofen. Wenn habt ihr schon mal eure Vitamine in der Flasche in den Backofen gestellt? Und dann auf 300 Grad oder so geheizt? Na gut, 200 Grad, wir wollen ja nicht übertreiben. Ist voll lecker und nützlich. Ich fühle mich jetzt die ganze Zeit total gehetzt. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein und ich sollte es auch sein, aber Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin. Und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist, die kleine Eleanor Lamp. Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und dadurch wird alles gut. Wo rennst du hin? Danke, dass du mir den Weg zur nächsten Mini-Station gezeigt hast. So, ich glaube, es wird höchstens Zeit, auf den Rohr zu wechseln. So eine sekundengenaue Sache. Das heißt Sekunden. Das ist weniger als Sekunden. Hep und raus und hep und weg. Hep und aufhören. Hep und raus und flüchten. Yep und keine Bots, keine Bots, keine Bots, Bots, Bots. Keine Bots, keine Bots, keine Bots, Bots, Bots. Wo ist der Notausschalter? Trotzdem bleibt es hier dramatisch mit der irren Musik im Hintergrund, die jetzt wahrscheinlich die ganze Stunde Aufnahme, die wir haben, ertragen muss. Weil ja auch Neuladen nichts bringt. Hier war ich doch schon. Oh, ein Geschenk. Wer verschenkt denn leere Schachteln? So, jetzt hacken wir dich aber. Und den Kasten nehme ich natürlich gerne mit. Oh, Dramatik! So. Es ist etwas dunkel hier. Oh, gut, dass ich ein Big Daddy bin. Lebst du? Nee, du siehst ziemlich tot aus. Die öffnet sich nicht. Die auch nicht. Okay, das hier ist gerade wirklich besser als jedes. Als die meisten Horrorspiele, die ich so spiele. Ich warte nur darauf, dass einer von denen aufspringt. Ich habe hart gearbeitet, um so gut aufzusehen. Und wo kam das? Schnell aus dem Zimmer. Ach, ich verwechsel immer die Sachen. Nee, dir. Hab doch gewusst, dass die Leute aufstehen werden. Aber dank meines Superbohrers. Haben die keine Chance gegen Bäumele Baguette, den Super Big Daddy. Und jetzt darauf wir nochmal schnell zu. Ja, das ist jetzt natürlich super, dass die mich im Raum gefangen halten. Ja, da sterbe ich lieber. Was ist dafür ein Verbandskasten zu opfern?
Seien Sie ehrlich, der Todesseeler kann ruhig in die Höhe gehen. Das mit dem Tiefhalten, so tief wie möglich, haben wir ja eh nicht geschafft. Das heißt wir, da war ganz allein ich dran schuld. So, jetzt gehen wir mal wieder schön die Treppe rauf. Nach dem Überraschungsangriff... Hey, ich könnte mir natürlich... Das sind jetzt meine... Das sind meine... Ich wollte schon immer mal wieder richtige Sicherheitsbots für mich haben. Warum war die Kiste im Laden noch nicht hier? Mir egal. Ist wahrscheinlich irgendjemand an meine Medi-Station gegangen. Jetzt mit der unbeabsichtigten Musik aber wirkt das hier natürlich noch viel, viel dramatischer. Ach, komm schon! Das Teil ist jetzt echt nicht nett zu hacken. Okay, ich merke gerade, ich sitze wahrscheinlich ein bisschen nah vom Mikro. Die werde jetzt so ein paar Übersteuerungen nicht gekriegt haben. La la la. Und in der heutigen Aufnahme sehen wir Yoshi sehr viel hin und her laufen. Es ist alles so furchtbar. Wo sind die Sicherheitsbots? Ich glaube, meine Bots ist verloren, weil ich aus Versehen den falschen Schalter gedrückt habe. Ah, hier ist einer. Ich kann sie auch nicht wieder aktivieren, interessant. Das ist quasi so die Strafe dafür. So, diesmal aber. So, so sollte das von Anfang an laufen. Hier geht's super. Geht die Tür auf? Nein. Ah, Botzi! Du bist ja doch noch da. Einer von euch hat es wenigstens überlebt. Das Spiel will, dass ich da reingehe, also deshalb gucke ich erstmal hier hinten die Botzi, nicht immer direkt vor mir liegen. Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Ja. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Aber wir sind die Familie. Und wir können ihn lehren, Schmerz zu empfinden. Du bist eine Manipulierte von Lamp. Ich kann keine Kinder kriegen, aber Lamp hat... Ui, ich soll nicht so viel saufen. Das Müll hat ich gemacht. Das ist so... Will hier ist gerade Ewigkeit aufs Teufel ergeben? Hey, hör mal, da liegt einer. So. Danke. Also meine Botzis lassen mich gerade mal wieder nicht durch. Das ist mal tatsächlich schlechte Programmierung in diesem Spiel. Du wolltest noch wen anrufen, bevor du gestorben bist. Schade für dich. Das hat nicht mehr geklappt, vermute ich. Guck mal, jetzt bin ich wieder voll auf alles geladen. Ach, da will ich rein. Ich wollte kurz. Kennt ihr das, wenn man niesen muss, aber es will nicht rauskommen? Nicht vielleicht
Nein, ich kann nicht jede Wand damit einfach zerdeppern. Muss ich erst so irgendwie... Ach, Botzi! Wo wir herumgehen. Hier durch? Geht das vielleicht zu? Ich meine, ich muss das ja auch erstmal alles ein bisschen eruieren. Das würde ich euch nicht sehen. Aber du bist doch vom Hintergrund. Oder war das wer anders? Mysteriöse Dinge gehen hier vor sich in Rapture. Und dieses Spiel hat seine ab 18 Wertung deutlich mehr verdient als der Teil davor. Oh! Hey Jungs und Mädels. Gut, dass hier einer rumlag. Gebt mir euer Zeug. Soll offensichtlich so richtig oder wie diese. Oh, zurück, Marsch. Nein, nein, Jungs, bitte. Der soll unser Freund werden. Seht ihr, unser Freund. Ich sollte mich eigentlich nicht freuen, dich leiden zu sehen, Monster. Aber... Ja, ja, mach du mal. So, ich benutze ja jetzt auch sehr viel den Dora, also... Ich bin nicht so heilig wie Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Du freust dich, mich leiden zu sehen. Beruht auf Gegenseitigkeit, fürchte ich. Heute hat die hier viel Unterstützung. Da komme ich auch nicht durch. Ja. Neues Tonikum. Gefrierender Bohrer. Lass deine Gegner mit Gefrierbohrer in der Kälte stehen. Meine Gegner sind nicht spielen. Oh, 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 hier ist irgendwo eine Sicherheitskamera, die ich auf sie übersehen. Wow, wow. Was? Hallo, Sterbi. Monster. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Vermutlich irgendwo da oben an der Wand. Anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen. Aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Black Daddy? Du stirbst ganz allein. Ich sterb bestimmt nicht ganz allein. Ich habe eine Kamera, die sich für mich freut. So, jetzt wo hier so die ersten Wellen von dir vorbei sind, kann ich mich ja mal wieder ein bisschen umgucken, ob ich neue Sachen finde, die ich gut gebrauchen kann. Kommen da etwa schon wieder die Nächsten? Für Eleanor und für die Familie. Naja, für Ende. Eben das ist die Regel. Wenn ich dich treffe, bist du tot. Ich soll hier hochgehen oder gehen wir hier hinten rein? Ja, Klingbank ist in Ordnung. Das finde ich deutlich interessanter.
klemmt euch mal eben da ein. So, ich bräuchte mal ein paar Nieten. Denn das ist meine Lieblingswaffe. Jetzt gehe ich jetzt in den Wendelverkauf auf. Hepp. Gut, dass dieser morsche Boden mein Gewicht als Big Daddy hält. Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Hep. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Dann muss ich zur nächsten Runde Kampf. Warum liegen hier so viele Tote rum? Wer hat die umgebracht? Ich weiß ja nicht. Ich komme ja gerade erst dazu. Nicht, dass die Gute da vorne ein bisschen durchgedreht ist. Andrew Ryan hat mir erzählt, in Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Ist klar. Dr. Lamb ist die Beste. Ganz ehrlich, können wir Ryan wieder haben? Der war mir sympathischer. Und das sagt schon einiges aus, wenn ich sage, dass Brian mir sympathischer war. Den hielt ich auch schon für vollkommen irre. Oh. Ja, das kann man sehr leicht übersehen. Das ist schon mal geil. So, ich weiß nicht, was Botzi gerade tut. Er hat irgendwas angegriffen. Oh, hi. Ich habe dich vermisst, du fehltest noch. Siehst du, und das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegen möchte. Ich bin einfach schneller als ihr und habe einen dicken, fetten Bohrer in der Hand. Halt nicht in der Hand, sondern... als Hand. Mit so einem legt man sich besser nicht an, auch wenn man so ein übertrieben großer Splicer ist. So, ich glaube, ich habe alles gefunden, was hier zu finden gibt. Außer dass man da auf mich schießt. Egal, da hatte ich jetzt nicht die Zeit, um noch groß was einzurichten. So, hier geht's rein. Okay, jetzt ist die dramatische Musik natürlich gerade sehr passend dazu. Ein Heckpfeil, die ging mir auch langsam aus. Beziehungsweise, ich hatte einfach keine mehr. Der Schmetterling, gut, jetzt endlich mal, was hat es damit auf sich? Der Morphoretenor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Die Raupe des Morphoretenor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir.
Den Schmetterling zu tragen heißt Dr. Lam und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Okay, jetzt weiß ich endgültig, dass ihr alle irre seid. Danke, dass ihr das nochmal bestätigt habt. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Das heißt, ich kann versuchen, das friedlich zu lösen. Das wäre ja mal irre. Ein Konflikt. Liegt in diesem Spiel mal Frieden zu lösen. Das hätte was. Wo bist du? Meine. So. Das tut mir leid, dass du jetzt da runtergefallen bist. So, da lang soll ich, also hier lang. Hier haben wir den Bot Not ausschalten, den ich ja jetzt nicht mehr brauche. Jetzt habe ich versucht, irgendwas zu hacken und was alle dabei, grandios. So einfach gehen, ist okay. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Die versuchen sich also gegenseitig über den Tisch zu ziehen. So kenne ich die Leute im Web. Dann bleibt er drin, kein Thema. So, jetzt gucken wir doch mal was. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Was haben wir hier? Scharfer Beobachter. Mache deine Forschung effizienter mit scharfer Beobachter. Ach stimmt, ich habe ja Forschungskamera. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Okay, ist egal. Ich vergesse die Antwort. Ja? Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen, Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß. Diese Lampe ist vollkommen gestört. Lass das Kind doch Kind sein und nicht nein. Du darfst niemals selbstsüchtig sein. Noch? Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? So, jetzt drücken wir mal auf den Knopf. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Das hatten wir doch schon. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt, Eleanor jetzt auch Hunde fressen, Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken...
Hallo. Turn around, there's nothing to see here.